Heute habe ich ein besonderes Schmankerl für euch mit im Gepäck, einen unbekannten Rohstoffriesen aus Europa, günstig bewertet und stark im Kupferbereich aufgestellt. Also falls euch das Thema interessiert, dann bleibt unbedingt dran. Nach dem Intro geht's schon gleich los. Die neueste Studie von CashCost Trends ist draußen und zwar zum Thema Polen Wirtschaftswunder 2.0 Fragezeichen. Ja, muss ja nicht immer ein Hightech-Thema sein, diesen Monat mal ein Länderspezial. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, wie viele spannende Unternehmen es am polnischen Aktienmarkt gibt. Falls euch die Studie interessiert, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mal uns zu testen, CashCost Trends. Für 1 Euro im ersten Monat könnt ihr das machen. Ich verlinke das in der Videobeschreibung. Aber nun widmen wir uns einer Aktie, die ich aus dieser Studie heraus für euch heute mitgebracht habe, und zwar KGHM, einer der wichtigsten Rohstoffkonzerne überhaupt. Dadurch, dass das Unternehmen kaum bekannt ist, ist die Aktie auch sehr günstig bewertet. Dazu kommen wir noch später. Zuerst mal kurz zum Geschäftsmodell. Übrigens bei KGHM, da ist auch der polnische Staat mit rund 32% auch engagiert, also ein wichtiger Ankeraktionär. Und widmen wir uns jetzt zuerst mal der Frage, womit verdient KGHM seine Brötchen? 68% des Umsatzes, der wird mit Kupfer generiert und 12% mit Silber. Also ein starker Kupferhebel, die Aktie von KGHM, und das Unternehmen, das ist nicht nur in Polen tätig, sondern wie ihr rechts seht, auch unter anderem in Kanada, in den USA sowie in Chile. Also ein extrem stark diversifizierter Rohstoffkonzern auch. Und was die meisten nicht wissen, was ich bis zu meiner Recherche auch nicht wusste, ja, dass das Unternehmen wirklich ein Global Player auch ist, das 8. größte Kupferunternehmen global und der 2. wichtigste Silberproduzent global. Also haben wir es hier nicht nur mit einem Kupferhebel, sondern auch mit einem Silberhebel zu tun. Also auch an alle Edelmetallfans da draußen, KGHM, die Aktie, schaut euch die mal ein bisschen genauer an. Was wir uns jetzt aber genauer anschauen, ist auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung in den letzten Jahren. Die sieht folgendermaßen aus. Wir sehen hier, da wechseln sich Zeiten von deutlich steigenden Gewinnen, klar während Rohstoffbullenmärkten, ab mit Zeiten von auch mal schwankenden Gewinnen bzw. deutlichen Verlusten. Also wenn ihr in solche Rohstoffunternehmen investiert, dann müsst ihr auch wissen, ja, dass es ein extrem zyklisches Geschäft ist und deshalb ist es auch ja mehr oder weniger eine Achterbahnfahrt bei solchen Rohstoffunternehmen und keine Aktie, die man meiner Meinung nach über wirklich ja langfristige Zeiträume halten soll, sondern eher so wirklich so zyklische Wetten, ja, mit denen man zwischenzeitlich mal über ein paar Jahre mal deutliche Gewinne erzielen kann. Was hier auch wichtig ist, wenn ihr in solche Rohstoffkonzerne investiert, dann ist es auch nicht zu stark verschuldete Unternehmen zu kaufen. Die Verschuldungssituation, die sieht hier auch akzeptabel aus. In Rot die Nettoschulden, die Grafik, die kennt ihr ja inzwischen. Die Verschuldung, die ist im Grunde ja auf einem relativ stabilen Niveau und das schon seit vielen Jahren. Also ein sehr stabil aufgestellter Konzern. Und auch wenn die Kupfernotierungen vielleicht auch ein bisschen Schwäche zeigen sollten und das auch über längeren Zeitraum, dann habt ihr hier bei diesen Unternehmen zumindest, müsst ihr euch zumindest keine Sorge davor machen, dass das Unternehmen seine Pforten schließen muss. Natürlich, alles steht und fällt mit dem Kupferpreis. Meiner Meinung nach ist das aber durchaus positiv, denn ich erwarte mir vom Kupfermarkt in den nächsten Jahren sehr viel. Denn auf der einen Seite ist es in den letzten Jahren der Fall gewesen, dass aufgrund der schwachen Kupfernotierungen auch sehr wenig in die Exploration und in den Ausbau von Kupferlagerstätten investiert wurde. Also das Angebot, das ist in den letzten Jahren nicht gewachsen. Auf der anderen Seite wird aber die Nachfrage immer stärker steigen, auch ja, wegen verschiedenen Zukunftstrendthemen wie dem Ausbau der erneuerbaren Energien beispielsweise oder Elektroautos. Da werden extrem hohe Massen an Kupfer benötigt und das Kupferangebot, das kann aber gleichzeitig nicht so schnell nachziehen. Also ein explosives Gemisch, das meiner Meinung nach perspektivisch langfristig auch für deutlich steigende Kupfernotierungen sorgen wird. Das ist im Wesentlichen auch die Story bei KGMH und das sollte der Aktie auch dabei helfen, wieder an die alten Allzeithochs aufzuschließen. Den Chart, den habe ich hier mal mitgebracht. Und im Grunde, was ich vorhin gesagt habe, keine Aktie für Buy and Hold. Ich glaube, wenn ihr den Chart seht, dann wisst ihr auch, was ich meine. Im Grunde ist das eine lange, breite Seitwärtsrange, die wir hier sehen.
Klar, wenn man hier am Tief so eine Aktie aufsammeln kann, dann kann man zwischenzeitlich seinen Einsatz verdoppeln, verdreifachen möglicherweise sogar. Aber ihr seht schon, wenn ihr solche Aktie langfristig haltet, dann ja, unter den Strich kommt ihr nicht so wirklich von der Stelle, auch hinsichtlich der Dividende. Da glänzt jetzt KGHM nicht wirklich mit einer Dividendenrendite von knapp etwas mehr als 1%. Also von der Dividende kommt hier die Performance nicht her, aber aufgrund des möglichen Defizits bei Kupfer und der möglichen steigenden Kupferpreise haben wir es hier mit einem explosiven Gemisch zu tun, das auch der Aktie durchaus helfen könnte. Neben dieser Fantasie hinsichtlich steigender Kupferpreise haben wir aber auch eine schöne Bewertung hier bei der Aktie, weil sie eben ja kaum bekannt ist. Die Bewertung, die habe ich auch mal hier für euch mitgebracht im Bild. Schauen wir uns hier mal gleich an. Und verglichen habe ich hier mal die Aktie von KGHM in dunkelblau mit den Klassikern aus der Rohstoffbranche, mit Rio Tinto, mit BHP und mit Freeport-McMoRan, auch einem bekannten Kupferwert. Und ihr seht schon hier, KGHM von allen von diesen vier Aktien die weitaus günstigste mit einem Verhältnis zwischen dem Enterprise Value und EBITDA von 4 gegenüber der nächstgünstigen Aktie Rio Tinto von 4,9. Das ist immerhin ein Abschlag von 20%, also eine bewertungstechnische Gelegenheit, auch hier die Aktie. Und für all jene unter euch, die eben auf den Kupfermarkt setzen wollen, da ist jetzt genau meiner Meinung nach ein guter Zeitpunkt, um hier mal auf Positionen einzugehen. Geht bei Kupfer noch was? Was ist eure Meinung dazu? Glaubt ihr, ich bin vielleicht ein Dickchen zu bullisch hier? Oder seid ihr auch der Meinung, ja, Kupfer, das ist die Story des nächsten Jahrzehnts und mit KGHM kann man die Story sehr gut spielen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und bis dahin wünsche ich euch weiterhin eine gute Zeit und bis zum nächsten Video, euer Christoph von Wenzel.